Joscha, Joscha. macht gar nichts. Könnt ihr noch fünfmal fragen. Es wird noch besser bei uns mit den Namen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute machen wir was ganz Neues. Und zwar ist der Joshua, Josh, nein, Der Josh, Joscha. der Joscha, heute hier. Der kommt ja bei mir hier von der Gegend und der hat mich angesprochen und der hat eine coole Idee mitgebracht. Ja, und da wollen wir uns einfach jetzt drüber unterhalten. Genau. Ja, also ich meine, ihr werdet das wahrscheinlich alle kennen. Man fängt irgendwann mit der Imkerei an, findet da das Beutensystem am besten oder diesen Königin-Abfangclip oder was auch immer. Also in der Imkerei kann man unheimlich viel Geld investieren in irgendwelches Zubehör und sonstiges Geraffel, wo man dann vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung entdeckt, hey, eigentlich brauche ich das nicht, ne? Oder es ist nicht meins. Ich will das doch lieber so machen wie ich zum Beispiel oder wie jemand anders, wo man später kennenlernt. Und schaut sich da was ab hat dann einfach auch gebrauchtes Material über. Und ja, das Problem, denke ich, kennt jeder, wo irgendwie mit der Imkerei anfängt, dass man mal so ein bisschen Material austauscht, mal eine Sache ausprobieren will, auch mal günstig gebrauchte Sachen einfach oder günstig was anderes kaufen will. Und da muss es nicht immer neu sein. Und das kenn ich ja auch von mir. Ne? Man probiert dann mal was mit einem verschiedenen Fütterer aus, mit einem anderen Sheet, mit im Boden. Und der einfach halber habe ich das in den meisten Fällen immer neu gekauft, weil einfach das Problem ist, gebraucht ist so eine zentrale Plattform, finde ich, gibt es nicht so wirklich eine. Ich meine, es gibt verschiedene Internetseiten, aber ich habe mich da immer schwer getan. Mich interessiert vor allem, was ist hier im Umkreis. Ich will ja jetzt nicht für einen Boden, den ich für 10 Euro kaufe, irgendwie 50 Kilometer fahren. Und ich habe schon wieder nicht Joshua, sondern Joscha. So kann man es sich Joscha. wenigstens merken. Joscha hatte offensichtlich das gleiche Problem. Ja. Und ja, kommt selber, hat selber auch Bienenvölker. Ne? Da kannst du ja mal kurz erzählen, was dein Hintergrund ist. Und dann erzählen wir euch natürlich auch, was er sich, Joscha, sich ausgedacht hat, Genau. als Lösung. Also, genau, ich bin der Joscha. Wir sind zu dritt. Eigentlich haben wir ein Projekt gestartet zu dritt, der Ike, der Lukas und ich, der Joscha. Und zwar mit der Bienenbörse24.de. Weil wir hatten alles Problem, wenn man sucht, irgendwas gebraucht oder irgendwie, und dann hat man zwar diese Anzeigen, aber da ist einfach alles drin aus ganz Deutschland. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt hier nach Hamburg fahren, hier aus Stuttgart, aus der Region, um irgendwie einen Fütterer zu holen, sondern ich will das gerne filtern können. Also hatten wir so die Idee, Mensch, warum machen wir nicht was, eine Plattform, wo man Kleinanzeigenmarkt einfach haben kann. Und wir haben das dann weitergesponnen, genau, und haben da noch viele andere Sachen mit reingepackt. Ich selber bin auch Imker, wir sind eigentlich alle drei Imker. Ja, alle vier, ich bin ja auch Du bist da. auch Imker, ja stimmt, wir sind jetzt schon vier, es wird immer mehr. Also ich habe mit der Bienenbörse nichts zu tun, außer dass ich Joshua jetzt kennengelernt habe und gesagt habe, hey, das ist doch eine geile Idee. Ja. Da können wir ja, das ist ja auch für euch super interessant, ne? Alle, wo zuschauen. Und es ist ja nicht so, dass Joshua da jetzt Millionär damit wird, sondern Nee. für mich ist das Ja. mir, ja. Und das ist ein cooles Projekt, ein junges Projekt, wo natürlich auch davon lebt, dass Anzeigen geschaltet werden Genau. und das Portal gefüllt wird. Und wir wohnen vielleicht 30 Kilometer auseinander, wenn überhaupt, sind im gleichen Alter, na so ungefähr. Also so ein T-Shirt würde ich nicht mehr anziehen. Aber Ernsthaft? und deshalb war einfach die Idee, hey cool, das können wir euch doch einfach mal Ja. vorstellen, ne? Genau, also ich hab selber das, ich komme aus einer Imkerfamilie. Mein Uropa hatte noch Badisch Maas, das ist sehr ähnlich wie das Schweizer Maas. Das hat dann also mein Großonkel umgestellt auf Zander, und ich habe jetzt eigentlich ganz frisch letztes Jahr angefangen umzustellen auf Dadant, auf 12er Dadant. Genau, du machst 10er Ja, Dadant, zehner also da ich kann es nur bestätigen, Dadant ist ein tolles System. dann. Falls ihr es nicht kennt, guckt die Videos von Sebastian, der zeigt euch, wie es geht.
Ja. Habt ihr denn schon da dann auf eurer kleinen Natürlich, natürlich, das steht ganz oben. Wir haben's, also der Eike und ich, wir lieben Dadant. Unser Lukas ist noch hinter Behandlung. Ja. Ah, Wir dann gibt es ja versuchen ihn auch die zu braucht überzeugen. Ja, genau. Wir müssen Hinterbehandlungsbeutel jetzt zu überzeugen, bekommen. dass es auch gebrauchte Hinterbehandlungsbeuten dann gibt. Genau. Nee, es ist einfach super, wenn man halt eine Möglichkeit hat, auch mal zu gucken, was gibt es eigentlich in meiner Umgebung. Auch wenn man zum Beispiel einen Imkop-Kurs besucht hat und man möchte einen Ableger, es ist echt nicht so einfach, wenn man anfängt, mal irgendwas zu finden. Wo hole ich mir jetzt Bienen? Wo hole ich mir einen Ableger? Wo kriege ich eine Königin Ja, man her? muss sagen, gut, ich meine, gescheite Bienen. Ne? Ich meine, im Internet kann man viel bestellen, man kann da auch vielleicht Stimmt. man kann auch gute Sachen bestellen. Aber ich meine, schön ist es ja immer, wenn man die Bienen mal sieht, bevor man Ja. die kauft. Oder zumindest irgendwie mit denen ja in Kontakt kommt. Und regional. Und oft ist es ja so, also ich weiß es hier vom Imkerverein, bei meinen Imkerkursen ist auch das große Problem. Ne? Die Ja. Leute fragen, wo bekomme ich Bienen her? Ich meine, ich mache eigentlich Honig und mache Königin und mache Ja. eben keine Ableger, Ja. weil da schneide ich mir ein bisschen ins eigene Fleisch. Du willst gute Ableger oder gute Jungvölker abgeben, aber du willst auch gute Völker im Betrieb haben. Und das ist ein Interessenkonflikt. Ne? Und da verweise ich dann immer auf den Imkerverein, aber da ist die Kontaktaufnahme schon manchmal ein bisschen schwierig. Und der Imkerverein, die haben manchmal Bienenvölker übrig, manchmal nicht. Und da ist halt so ein Portal aus meiner Sicht super sinnvoll. Ne? Ja, klar, aber ich meine, beim Imkerverein muss man auch so ehrlich sein. Da gibt es meistens eine E-Mail-Adresse, das geht auf eine Person und die eine Person muss dann in dem Verein organisieren, wer hat jetzt eigentlich Bienen. Dass das natürlich nicht so flüssig laufen kann, ist klar. Und deswegen haben wir uns halt gedacht, okay, bienenbörse24.de, Mensch, wir haben hier eine Plattform, da können wir alle Kleinanzeigen kostenlos stellen. Man kann im Endeffekt wie bei eBay Kleinanzeigen, sieht sehr ähnlich aus. Auch so, das ist Hochschieben machen, dann, ja, diese ganzen Funktionen haben wir alle mit eingebaut. Und was wir zusätzlich aber gemacht haben, damit es noch interessanter wird, weil wir wollen ja die gesamte Imkerschaft ein bisschen auch zusammen an einen Tisch bringen, wir haben eine Möglichkeit geboten oder eingebaut für die Händler, dass die quasi auch ihre Produkte direkt einstellen können. Das heißt, wenn du suchst zum Beispiel nach einer Beute, du willst eine neue 10er Dadant-Beute, guckst nach Gebrauchtem, es ist absolut nichts zu haben gerade im Moment, dann zeigt dir das direkt an von den Händlern, die bei uns sind, was die gerade im Moment zu dem Thema haben. Und du kannst vielleicht sogar eine neue kaufen und musst nicht losgehen, suchen. Genau. Ja, das ist in der Tat, also kann gut werden. Ne? Ich meine, ich kenne es auch noch nicht. Ich habe die Webseite schon gesehen, die gibt es ja schon. Das ist ja auch Aber noch neu. ich meine, da wird sich vielleicht auch das ein oder andere schwarze Schaf dann tummeln, wie bei eBay Kleinanzeigen auch. Aber im Prinzip ist das ja ein echt cooler Gedanke. Ja. Ne? Weil ja, man hat ja so, bisher, wenn man was kauft, man hat ja verschiedene Anlaufstellen, ne? Ja. Verschiedene Webshops, Imkerbedarfshändler. Aber man muss halt jedes Mal in diesem Webshop das suchen, gucken, was kostet es da, wie sieht es da aus. Und wenn es da vielleicht in Zukunft mal eine bessere Lösung gibt, Ja, also wer wenn die Händler mitmachen, an die Händler macht mit, weiß. weil ihr seid direkt da, die Leute sehen euch direkt, ihr seid präsent, ihr könnt auch Werbung schalten, wenn ihr wollt. Wir gucken, dass wir alle Möglichkeiten schaffen. Wir haben auch Belegstellen zum Beispiel. Wir haben Belegstellen eingebaut, dass die Belegstellen sich auch eintragen können, damit man weiß, zum Beispiel, wenn ich Königinfrische mache, hey Mensch, wo gibt es denn hier Belegstellen bei mir in der Region? Beziehungsweise was gibt es denn hier für Belegstellen? Auch die Vereine können Sachen reinbringen. Also es geht irgendwie darum, dass wir einfach eine Plattform haben, die wir mit imkerlichem Leben füllen können. Ja, Und das ist unsere Idee. das Und die ist haben ja auch wir eine coole Idee, umgesetzt. sonst wärst du ja jetzt hier nicht hier, wenn ich die Idee nicht auch gut finden Genau. würde. Ja. Also wir werden das auf jeden Fall kritisch beobachten. Ja. Ne? Nächstes Mal mal gucken, ob ich die Mickey Maus noch mal anziehen darf. Ja, das weiß ich nicht hier. Also mich überzeugt die nicht so. Aber Genau. wenn du dich wohlfühlst, ne? Ja. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht so eine Plattform machen. Insofern. Eben, du machst lieber die Imkerkurse, die kannst du ja auch bei uns auf die Homepage Die könnte stellen. ich auch bei euch auf die Homepage Ja, machen. dann finden dich die Leute. Aber die sind ja schon ausgebucht. Ja, dann wissen die Leute, was sie verpasst haben. Wäre auch eine Option. Ja. So ein Imker wäre nicht schlecht, ne? Ein Imker.
Ja, sehr schön. Oder ein Kameramann, ey. Aber das hat jetzt nichts mit eurer Imkerhomepage zu tun, Aber wir sind natürlich offen für Vorschläge, ne? wenn du möchtest. Also wir schalten dir auch eine Anzeige, wenn jemand gut ist da drin. Natürlich, machen wir. Klar. Ja, das hört sich doch alles sehr gut an. Ja. Also ihr könnt ja eure Meinung zu diesem Bienenbörse 24 und zu dem T-Shirt einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ich bin sicher, Wir schaffen das Joscha bestimmt. freut sich über wie sagt man hier, konstruktive Ja, Kritik, ne? genau. Und so haben alle die Möglichkeit, da noch was mitzuwirken, ne? Weil die ein oder andere Änderung wird es auf der Seite bestimmt noch geben. Und ja. Mein Wunsch an euch ist, füllt es mit Leben. Wir haben echt Zeit und Geld auch investiert in die Hand genommen, damit wir euch was stellen können. Es ist nicht, damit wir reich werden, definitiv nicht, sondern wir wollen echt was für die Imkerschaft hier hinbekommen. Schaltet einfach Anzeigen, schaltet mal ein paar, damit wir einfach Leben da reinbekommen. Und das wird ein Selbstläufer werden und wir werden alle davon profitieren. Alle. Also mit Anzeigen schalten, meinst du Also wenn jetzt ihr was ab Anzeigen zum, einstellen? ja, zum Ja, Beispiel. ja. Ich habe zum Beispiel meine Nikott-Fütterer jetzt ausgeliehen, die habe ich gerade im Auto mit dabei. Die will ich auch reinpacken, weil ja, es hat für mich so nicht funktioniert und ich suche mir jetzt was anderes. Und Könnte ich gleich hier lassen, könnte ich wenn es gleich. im Zehner der Dant wäre. Aber nein, Doch, doch, die ist sogar. die ist ja sogar im Zehner der Dant. Nö, dann kannst du die Anzeige, wahrscheinlich wird es die Anzeige dann nicht geben, oder wir werden mal schauen. Ne? Oder wir machen die Anzeige und du kaufst über die Anzeige. Ja, da steigt aber der Preis, ne? Da steigt der Preis. Ich verkaufe die dann wieder. Ja, genau, soll sich Nein. auch lohnen. Nein. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Schönes Wetter, ne? Cooles Wetter heute. Ja, hast davon auch einen Pulli? Von der Muss Mickey ich mal, ich Mouse. muss mal gucken. Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal wird es kälter wahrscheinlich. Ja, nächstes, also jetzt ist noch mal angenehm. Hä? Ja. Die Bienen fliegen sogar fleißig hier. Ja. Ja, gut, ne, mehr haben wir nicht, oder? Also, Ja. wie gesagt, schreibt, was euch dazu einfällt, einfach in die Kommentare. Und besucht die Seite. Wir schreiben die ja nochmal in die Videobeschreibung. Und Genau. ja, ansonsten war das jetzt mal ein etwas anderes Video. Und ich bin gespannt, wie das, oder wir beide sind gespannt, wobei in dem Fall bin ich ein bisschen mehr gespannt, wahrscheinlich, wie das bei euch ankommt. Und da kann man dann ja auch schauen, ob man in Zukunft sowas vielleicht auch öfters macht. Ja. Es gibt ja viele interessante Sachen da draußen, wo man vielleicht in diesem Format darstellen kann. Auch dazu einfach in die Genau. Kommentare. Viele Unbekannte und trotzdem tolle Projekte, ne? Ja, Aber so gut. unbekannt sind wir schon gar nicht mehr. Wir haben inzwischen pro Tag 23.000 Aufrufe. Ja gut, es wird sich ja jetzt mindestens verdoppeln. Ja, aber wir sind erst seit 11. September online. Also das Ja gut, wird. also vergesst die ganze Sache. Ihr braucht da nicht Lasst's. vorbeischauen. Das läuft auch so, ne? Einfach like Warum und bist du eigentlich noch mal subscribe. hier jetzt dann? Wegen dem Wetter. Ach Wir so. haben den Kaffee vergessen. Ja, ein Bier hätte ich, Ein ne? Bier. Bier hätte ich. Oder Wein hier. Ja. Ja. Ja, nee. War ja dann für dich ein schöner Ausflug hierher, gell? Ja, hier ist Sag immer noch, schön im Eichwald. kannst ja noch sagen, wie toll es hier ist und Hier so, ist es immer gell? schön. Also in Ja. unserer Gegend hier, Eichwald, Richtung Esslingen, Stuttgart, Stuttgarter Flughafen, wenn ihr gerne fliegt oder fliegen lasst. Hier gibt es sogar Bienen, die für euch fliegen. Ja. Genau. Ja. Ja, ich Gut. danke, dass wir die Chance haben, dass du uns die Möglichkeit gibst. Ja, das haben wir das mal gemacht. Und ich hoffe, dass du auch davon profitierst. Wir werden sehen. Ich bin ja in meinem System relativ gefestigt. Ich meine, ich habe noch zwei, drei Ideen, was ich vielleicht ändern will oder mal ausprobiere. Aber ja, wir Ja, werden sehen. genau. Ja, sehr schön.